Heidenheim empfängt St. Pauli. Heidenheim gewinnt das Spiel 59. Minute, tut mir leid. Theuer Kauf mit den 1-0. Ganz wichtig. Statistisch gesehen wäre meiner Meinung nach ein Unentschieden besser gewesen. Aber man muss sagen, Heidenheim hat ihre Chancen genutzt. Statistisch gesehen sieht es nämlich so aus. 13 Schüsse für Heidenheim, 15 für Pauli. 2 aufs Tor von Heidenheim, 4 für Pauli. Aber von den 2 von Heidenheim ist halt einer drin. Das ist nun mal das Effiziente dabei. 47% Ballbesitz für Heidenheim, 53% für Pauli. 430 Pässe für Heidenheim, 480 für Pauli. 80% Passgenauigkeit für Heidenheim, 83% für Pauli. 15 Fouls ohne Karte haben die Heidenheimer zu verursachen, wenn es in Pauli 14 Fouls mit 2 Gelben hat. Was macht das in der Tabelle? Heidenheim ist auf dem 5. Platz nach 11 Spielen mit 16 Punkten im Aufstieg sein dabei, während es in Pauli nach 11 Spielen 13 Punkte hat und auf dem 12. Platz ist und damit in Abstiegsrennen eher dabei ist. Trotzdem sehr mittelfeldlastig. Die zweite Liga ist ja wie immer sehr, sehr eng. Glückwunsch an Heidenheim, die sich den Sieg wirklich verdient haben und damit am Abstiegskampf entrungen sind, denn 3 Punkte sind in der zweiten Liga viel, muss man so sagen. Abstiegskampf entrungen und in den Aufstiegskampf reingepusht. Glückwunsch, Heidenheim.